Hallo, mein Name ist Angie und willkommen hier auf meinem Kanal Easy Ambitious, wo ich euch Tipps und Tricks rund um die Themen Studium und den Berufseinstieg gebe. Heute möchte ich über ein ganz spezielles Thema reden, nämlich dem Deutschlandstipendium. An meiner Hochschule, der Hochschule Harz, läuft nämlich noch bis zum 30. April das Bewerbungsverfahren zum Deutschlandstipendium. Und ich habe mir das als Anlass genommen, um heute mal über meine Erfahrungen mit dem Stipendium zu reden und euch Tipps zu geben zum Bewerbungsprozess. Abonniert diesen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Aktuell lade ich einmal wöchentlich ein neues Video hoch und alle 2 Wochen ein Video zum Thema Bachelorarbeit schreiben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Fangen wir doch mal mit meiner Motivation hinter diesem Video an. Wieso erzähle ich euch heute vom Deutschlandstipendium? Ich war tatsächlich selbst 2-mal in Folge Stipendiatin des Deutschlandstipendiums an meiner Hochschule. Und als ich mich damals beworben habe, weiß ich noch, da gab es gar keine Videos dazu auf YouTube, obwohl ich immer gerne Videos nutze, um mich eben über solche Dinge zu informieren. Und ich habe dann neulich nochmal geschaut, ob sich das mittlerweile geändert hat, und tatsächlich gibt es immer noch nahezu gar keine Videos zum Thema Deutschlandstipendium. Da dachte ich mir, diese Lücke muss ich füllen, damit ihr euch bestmöglich auf eure Bewerbung des Deutschlandstipendiums vorbereiten könnt. Vor kurzem habe ich außerdem eine Umfrage auf meinem Instagram-Kanal gemacht und euch gefragt, ob ihr das Deutschlandstipendium kennt und wenn ja, ob ihr euch schon mal beworben habt. Und meine Vermutungen wurden bestätigt, dass eben die meisten das Deutschlandstipendium zwar kennen, aber sich tatsächlich noch nie selber beworben haben. Erfahrungsgemäß bewerben sich nämlich tatsächlich gar nicht so viele Studierende auf dieses Stipendium, weil sie meistens denken, dass sie halt eh keine Chance haben. Aber tatsächlich sind die Chancen größer, als ihr denkt, deswegen möchte ich euch heute einfach motivieren, euch auch zu bewerben und eben von der Förderung zu profitieren. Ich habe mich tatsächlich das erste Mal im 3. Semester fürs Deutschlandstipendium beworben, wo es tatsächlich nicht geklappt hat, also da habe ich eine Absage bekommen. Aber ich habe es dann im 5. Semester nochmal versucht und da war ich dann erfolgreich. Und daraufhin habe ich mich dann im 6. Semester erneut um eine Art Verlängerung des Deutschlandstipendiums beworben und habe daraufhin auch eine Zusage bekommen. Insgesamt habe ich 1,5 Jahre von der Förderung profitiert, da man das Stipendium eben nur in der Regelstudienzeit bekommen kann. Das war aber auf jeden Fall eine mega lange Zeit und es hat mir wirklich sehr geholfen. Für all die da draußen, die noch gar nicht genau wissen, was das Deutschlandstipendium allerdings ist, habe ich hier ein paar Zahlen und Fakten mitgebracht. Das Deutschlandstipendium ist ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Forschung und Bildung, das jährlich bis zu 2% an leistungsstarken Studierenden an deutschen Hochschulen fördert. Lasst euch aber von diesem Begriff leistungsstark noch nicht abschrecken, darauf komme ich gleich zurück. Die Förderung umfasst dabei eine Summe von 300 Euro monatlich, die ihr einfach so geschenkt bekommt und die unabhängig vom BAföG, vom Nebenjob oder sonstigen Einkünften, die ihr habt, ist. Ihr kriegt also einfach so 300 Euro geschenkt, das sind 3.600 Euro im Jahr. Das sind 7.200 Mark. Das Bewerbungsverfahren des deutschen Stipendiums läuft über ein Online-Portal eurer Hochschule. Das heißt, ihr müsst quasi all eure Bewerbungsunterlagen online abgeben und ein gewisses Formular ausfüllen. Lustigerweise war das bei meiner ersten Bewerbung noch alles postalisch einreichbar. Deswegen war ich dann ziemlich froh, als es dann im Jahr darauf endlich auch online ging und ich nicht mehr diesen ganzen Papierkram machen musste. An sich ist das Deutschlandstipendium also eine super tolle Sache, um sich das eigene Studium zu finanzieren und Geld zu erhalten, mit dem ihr letztendlich machen könnt, was ihr wollt. Ihr könnt es fürs Studium nutzen, ihr könnt es zum Sparen benutzen, ihr könnt es dazu benutzen, um vielleicht ein Auslandssemester zu finanzieren. Völlig egal. In meinem Fall hat mir die Förderung extrem dabei geholfen, mein eigenes Auslandssemester in Costa Rica zu finanzieren, da die Lebenserhaltungskosten dort ziemlich hoch waren. Und im späteren Verlauf meiner Förderung habe ich das Geld angespart, um dann eben nach Hamburg zu ziehen und hier meine Bachelorarbeit zu schreiben. Um euch die Angst vor dem Bewerbungsverfahren zu nehmen, möchte ich euch heute einmal durch das Online-Portal meiner Hochschule führen und euch zeigen, dass es eben gar nicht so kompliziert ist, wie es vielleicht im ersten Moment klingt. Schauen wir uns das Ganze doch mal gemeinsam an. So, ich habe mir jetzt mal meinen Laptop geschnappt und wir gehen jetzt mal zusammen das Bewerbungsverfahren durch. Als allererstes geht ihr auf die Website eurer Hochschule und schaut, wo ihr das Deutschlandstipendium findet und wo ihr zum Online-Portal eurer Hochschule kommt. Ich habe das hier mal schon geöffnet von meiner Hochschule provisorisch
Und zwar ist das einfach nur die ganz normale URL hsharz/deutschlandstipendium. Und dort seht ihr zum Beispiel auch, was eben die aktuelle Bewerbungsphase gerade läuft und noch bis zum 30. April geht. Jetzt müsst ihr zum Online-Portal und euch da erstmal einen Account anlegen und euch einloggen. Ich werde diesen Schritt jetzt mal überspringen, weil ich schon einen Account habe von meinen letzten Bewerbungen. Aber das müsst ihr natürlich machen, um überhaupt reinzukommen. Wenn ihr euren Account dann erstellt habt und euch eingeloggt habt, dann seid ihr nun im Bewerbungsprozess. Der erste Schritt wäre hier erst einmal die persönlichen Angaben einzutragen. Da haben wir den Nachnamen, Geburtsnamen, wenn nötig, meinen Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit. Und wenn ihr das alles eingetragen habt, dann können wir auf Weiter klicken. Dann kommen wir zur nächsten Seite. Dort könnt ihr weitere Angaben zu eurer Förderung machen, ob ihr bereits durch das Deutschlandstipendium gefördert wurdet, bla bla bla, weitere Infos, ob ihr parallel ein weiteres Stipendium bekommt. Das füllt ihr halt einfach Stück für Stück aus, drückt wieder weiter. Dann kommen eure Kontaktdaten, eure Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Dann, ganz wichtig, eure Kontodaten. Die Kontodaten, die ihr hier eingibt, werden dann später die Kontodaten sein, beziehungsweise das Konto sein, wo eure Förderung dann drauf landet, wo ihr quasi das Geld erhaltet. Dann kommen ein paar Angaben zum Thema BAföG, ob ihr BAföG bezieht, wie lange ihr BAföG bezieht, aber macht euch da keine Sorgen. Das Stipendium ist wie gesagt unabhängig vom BAföG und ihr kriegt das trotzdem. Als nächstes kommen ein paar zusätzliche Infos zu euch, um euch besser kennenzulernen, wie zum Beispiel hier absolvierte Praktika, im nächsten Schritt die bisherige Berufsausbildung, dann bisherige Berufstätigkeiten, Auslandsaufenthalte. Ich war zum Beispiel mal für einen Schüleraustausch in den USA und dann, wie gesagt, für mein Praktikum in Costa Rica. Dann kommen Angaben zum Studium und auch zu eurer Hochschulreife, wo ihr die erworben habt. Bla bla bla, was ihr studiert, das ist natürlich ganz wichtig. In welchem Fachsemester ihr euch befindet, was eure Regelstudienzeit ist. Beachtet da vor allem aktuell, dass sich die Regelstudienzeit aufgrund von, ihr wisst schon, was verändert hat. Sie also in manchen Bundesländern mehr Regelstudienzeit habt als ursprünglich gedacht. Dann kommen noch weitere Angaben zu einem anderen Studiengang, den ihr vielleicht schon studiert habt. Zweitstudium. Blabliblub. Ist wirklich alles gar nicht so schwer. Dann müsst ihr angeben, wie viele Credits ihr bisher erhalten habt, was euer gewichteter Notendurchschnitt ist. Den gibt es bei unserer Hochschule zum Beispiel beim Dezernat für studentische Angelegenheiten. Den kriegt ihr da. Also der steht nicht einfach bei uns im Studienportal, sondern den muss man wirklich sich einfordern bei uns. Den Notendurchschnitt. Und dann kommen halt hier ein paar spezifischere Sachen, zum Beispiel besondere Erfolge, Auszeichnungen. Könnt ihr ein bisschen angeben, wenn ihr möchtet. Außeruniversitäres oder außerfachliches Engagement, das ist zum Beispiel ganz wichtig, ob ihr euch freiwillig engagiert. Besondere persönliche familiäre Umstände, da habe ich zum Beispiel angegeben, dass ich Erstakademikerin bin, dass ich also quasi in meiner Familie die Erste bin, die studiert hat. Da gibt es aber auch Felder wie Migrationshintergrund, studienbegleitende Erwerbstätigkeiten, ob man eine Krankheit oder vielleicht gar sogar eine Behinderung hat oder sonstiges. Und dann kommen eben noch so ein paar Anmerkungen zur Bewerbung. Ich war von diesem Feld tatsächlich am Anfang so ein bisschen verwirrt, weil es zusätzlich eben noch das Motivationsschreiben gibt. Und dann wusste ich nicht, was ich hier noch großartig sagen soll, was ich nicht schon im Motivationsschreiben gesagt habe. Und dann als letzten Schritt kommen die Anlagen. Dazu gehören ein Motivationsschreiben, ein Lebenslauf, dann eure Immatrikulationsbescheinigung, andere Nachweise. Die Nachweise im Speziellen könnt ihr auf der Website eurer Hochschule nachlesen. Das ist bei uns zum Beispiel ganz ordentlich strukturiert gelistet und da seht ihr, was muss ich da einreichen, was brauche ich im Vornherein, worum muss ich mich kümmern. Da kommt das meiste dann unter den Bereich Sonstige, aber wie gesagt, diese Sachen sind hier wirklich erläutert auf unserer Website.
und dann noch die unterschriebene Bewerbungsvereinbarung. Die könnt ihr euch ebenfalls im Vornherein runterladen von eurer Hochschulwebsite. Und wenn ihr das dann alles gemacht habt, dann seid ihr auf der allerletzten Seite und könnt eure Bewerbung abgeben. Was auch gut zu wissen ist an dieser Stelle, ist, dass ihr die Bewerbung zwischendurch unterbrechen könnt. Ihr könnt sie dann also speichern und zu einem anderen Zeitpunkt weitermachen. Das geht wirklich ganz individuell. Ihr müsst euch da nicht stressen, alles in einem Rutsch eingeben zu müssen. Seht ihr? Gar nicht so schwer. Das gesamte Bewerbungsverfahren dauert vielleicht 30 Minuten maximal. Also es ist wirklich kein großer Aufwand. Vielleicht braucht ihr noch ein bisschen länger, um dann euren Lebenslauf vorzubereiten und euer Motivationsschreiben zu schreiben. Aber es ist insgesamt wirklich einfach. Daher möchte ich euch raten, diese Chance auch zu nutzen. Nachdem ihr jetzt so top über das Deutschlandstipendium informiert seid und den dazugehörigen Bewerbungsprozess, möchte ich euch hier noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Ein guter Notendurchschnitt ist nicht alles. Ich habe ja am Anfang bereits erwähnt, dass sich das Deutschlandstipendium offiziell an leistungsstarke Studierende wendet, aber ich möchte nicht, dass euch dieser Begriff leistungsstark irgendwie einschüchtert bei der Bewerbung. Wichtig sind neben den Noten nämlich auch Dinge wie familiäre Umstände und vor allem auch freiwilliges Engagement. Bei den familiären Verhältnissen habe ich zum Beispiel in meiner Bewerbung angegeben, dass ich die erste war, die in meiner Familie studiert hat, beziehungsweise auch auf dem Gymnasium war. Das ist jetzt aber nichts, womit ich mich so identifizieren würde, also wo ich sonst denken würde, dass mir das irgendwelche Nachteile bereitet, nur dass meine anderen Familienmitglieder, meine Eltern und meine Großeltern eben nicht studiert haben und kein Abitur haben. Aber tatsächlich wurde im Bewerbungsprozess eben konkret danach gefragt, weshalb ich das dann halt auch angegeben habe. Und zusätzlich ist auch das freiwillige Engagement wirklich ausschlaggebend, ob ihr eine Förderung erhaltet oder nicht. In meiner allerersten Bewerbung hatte ich zum Beispiel einen 1er Notendurchschnitt, habe mich aber noch nicht wirklich irgendwie freiwillig engagiert an der Hochschule und habe eben eine Absage bekommen. In meiner zweiten Bewerbung wiederum hatte ich circa den gleichen Notendurchschnitt, habe aber freiwillig viel mehr gemacht an der Hochschule. Ich war Mitglied in sehr vielen Initiativen, habe das Hochschulleben wirklich aktiv mitgestaltet und da habe ich dann auf einmal die Förderung bekommen. Lasst euch also gesagt sein, dass gute Noten nicht wirklich ausschlaggebend sind, ob ihr das Studium nun bekommt oder nicht. Darüber hinaus kann es sein, dass eben immer eine gewisse Anzahl an Studenten aus verschiedenen Studiengängen gefördert werden. Es kann zum Beispiel sein, dass an eurer Hochschule vielleicht 5 Studierende aus dem Bereich Informatik gefördert werden und 10 Stipendien an den Studiengang BWL verteilt werden. Wenn sich nun also 30 BWLer auf diese 10 Stipendien im Bereich BWL bewerben, ist für die Konkurrenz und der Wettbewerb ziemlich hoch und dann wird halt eher nach den Noten geschaut, um eben eine Auswahl zu treffen. Wenn sich allerdings auf die 5 Informatikstipendien nur 6 InformatikerInnen bewerben, dann ist dort die Chance viel höher, einfach ein Stipendium zu erhalten, unabhängig davon, welche Noten du hast. Ich vermute, dass dieses Auswahlverfahren ein bisschen ähnlich funktioniert wie die Vergabe von Studienplätzen bei einem NC. Dass man sich quasi nach der Anzahl an BewerberInnen wendet und dann schaut, was haben die für Noten und dann die Stipendien eben an die bestmöglichen Bewerber verteilt. Nicht aber eben von vornherein auf einen gewissen Notendurchschnitt achtet. Mein Appell an dieser Stelle lautet einfach, bewerbt euch! Es kostet euch nahezu keinen Aufwand, euch zu bewerben und die Chancen, eine Förderung zu erhalten, sind gar nicht so gering. Mir hat das Deutschlandstipendium in meinem Studium wirklich sehr geholfen und ich bereue es tatsächlich ein bisschen, mich nicht schon im ersten Semester beworben zu haben. Echt Leute, versucht euer Glück, viel schieflaufen kann dabei nicht. Ich verlinke euch unten in der Infobox mal den Link zum Deutschlandstipendium auf der Seite des Bundesministeriums. Dort könnt ihr auch nachschauen, welche Hochschulen das Deutschlandstipendium anbieten und was dabei die Regelungen sind. Und falls ihr von der Hochschule Harz seid wie ich, dann verlinke ich euch unten auch nochmal die entsprechende Seite unserer Hochschule. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Schaut doch gerne auch mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei, wo ich euch zusätzliche Tipps zum Thema Studium, dem Schreiben der Bachelorarbeit und dem Berufseinstieg gebe. Viel Erfolg beim Bewerben fürs Deutschlandstipendium, macht's gut und bis zum nächsten Video, eure Angie bei Easy Ambitious.